Ja, hallo Freunde, hier ist der Bam Bam und hier ist das nächste Let's Play von Hearthstone und wir spielen wieder Forscherliga, Forscherliga. Ja, wir sind beim dritten Boss, glaube ich, waren wir. Ich habe in der letzten Zeit gar kein Forscherliga mehr geguckt hier. Jawohl, der dritte Boss steht an und wir sind immer noch im Tempel von Arsis. Was gibt's denn da? Fügt einem zufälligen Feind zwei Schaden zu, nachdem ihr einen Diener mit Kampfschrei ausgespielt habt. Und heilige Prüfung. Geheimnis, wenn euer Gegner mindestens drei Diener kontrolliert und einen weiteren ausspielt, wird dieser vernichtet. Aha. Okay, wir gucken einfach mal, wer denn der dritte Boss ist. Das erste Teil. Jetzt müssen wir nur noch hier raus, bevor wir zerquetscht werden. Tempel stürzt ein. Lauft. Flucht aus dem Tempel. Naja, dann wollen wir uns das doch mal anschauen, was das ist. Wir nehmen natürlich wieder den Mage. Der Tempel stürzt ein. Jaina gegen den einstürzenden Tempel. Oh Mann. Ihr habt das hier gewonnen. Der einstürzende Tempel. Naja. Ja, zack, zack. Es geht ab. Der hat ja gar keine Karten hier. Also ich bin jetzt gerade etwas. Monster überall. Beeilt euch! Bin jetzt gerade etwas überfordert. 10 Runden bis zum Ausgang. Aha. Na dann. Na dann. Teich. Seid ihr auch neugierig? Dafür ist keine Zeit. Haha, das ist ja cool. Ein leuchtender Teich. Entweder kann ich trinken und dann eine Karte ziehen. Oder ich warte durch und erhalte einen Mana-Kristall. Ich trinke. Na, cool. So. Wir spielen natürlich den Kameraden hier. Ja, muss ich jetzt 9 Runden überleben oder wie geht das hier? Scheint so. Hey, eine Stachelgrube. Erleidet zufällig entweder 10 oder 0 Schaden, erleidet 5 Schaden. Ha, nehmen wir die. Oh, Scheiße! 10 Schaden. Was richten hier? Was, das stellt beim feindlichen Händen 5 Leben wieder her. Dann machen wir das doch mal gerade hier, ne? Okay. Noch 7 Runden. Boah, was geht denn jetzt ab? Vernichtet am Ende eures Zuges den Diener zu seiner Linken. Aha. So. Der hier hat Gottes Schild. Das ist ja klasse. Das ist schwerisch. Das ist schwerisch. Jo, machen wir so. Zack. Und dann schießen wir noch hier noch eine rein hier. So, weiter geht's. Auf den Kopf. Tja, das werden wir dann sehen, ne? Wenn wir da noch leben. Hey, das ist ja eine hübsche Statue und der Rubin funkelt so schön. Jo, genau. Dann holen wir uns 10 Leben. Der sieht aber gar nicht glücklich aus. Ich glaube, er möchte sein Juwel zurück. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Noch 6 Runden. Boah, die tun echt weh. Ja, gut, dass ich nichts mehr hatte hier. Mann, 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 Mann. So.
Erst ein Tank, oder? Jo, wir spielen erstmal einen Tank aufs Feld. Noch 5 Runden bis zum Ausgang. Boah, Junge, echt jetzt. Was bist du denn für einer? Tempelwache des Anubisat. Nee. Für dich habe ich keine Zeit. Kann ich da jetzt angreifen? Ah, nee. Okay, weiter geht's. Bitte. Ey, so nett. Junge. Kommt dem Ausgang eine Runde näher, ruft ein Kriegsgolem herbei. Unternehmt nichts. Ich unternehme nichts. Weil ich habe nur noch 17 live. Ich habe nur 17 live. So. Wir spielen den hier. Und schießen den hier weg. Und bleiben stehen. Ja. Boah, ey. Junge, also jetzt. Echt jetzt. 6 und 5, 6, ich habe 9. Ich kann einmal schießen hier. Und spiele den dann. Hammer. Boah, noch eine Runde bis zum Ausgang. Wir müssen jetzt den hier spielen. Und dann müssen wir noch einmal schießen hier. Die Tanks noch aufs Feld. Noch eine Runde bis zum Ausgang. Wir sind fast da, ich kann schon die Sonne sehen. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Ja! Ich hätte nie gedacht, dass ich mich freuen würde, diese Wüste zu sehen. Hier ist doch super hier. Die Flucht aus dem Tempel. Und wir kriegen den rumpelnden Elementar zweimal. Und wir kriegen die heilige Prüfung zweimal. Wie geht es jetzt weiter? Aus dem Tempel entkommen und ich kriege Reno Jackson. Und ich kriege, mischt einen uralten Fluch in euer Deck, wenn er gezogen wird und fügt euch 7 Schaden zu. Das ist ja scheiße hier. Uralter Schemen. Klassenherausforderung freigeschaltet. Dann nehmen wir doch die Hexer. Sie suchen also nach dem Star. Uldaman. Wir haben Uldaman freigeschaltet. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin würde ich sagen, ja, euer Bam Bam. Tschüssikowski.